So, dann darf ich herzlich begrüßen zum ersten Teil der Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Wir beginnen mit der Fragerunde mit Pellegrino Matarazzo, den ich neben mir begrüßen darf, und gleich zu Beginn um sein Statement zum Spiel bitten. Erstmal schöne Grüße auf die Pressetribüne. Wir haben glaube ich, ein sehr tolles Fußballspiel von uns gesehen heute. Wir waren sehr, sehr scharf, sehr präsent, brutal als Einheit agiert, nach vorne, auch nach hinten, in alle Phasen des Spiels. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass wir nach der Halbzeitpause, wo es sozusagen nur 1-1 stand, wo wir vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre für uns, haben wir in die zweite Halbzeit genauso ja, dominant und mit Überzeugung auch unsere Fußball gespielt und am Ende uns auch dann dementsprechend belohnt. Ich bin stolz auf die Leistung der Jungs und ja, aber am Dienstag geht es weiter gegen Union Berlin. Ich glaube, es ist wichtig, in dieser Phase mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben, weiter gut zu arbeiten und gute Leistungen zu zeigen an Spieltagen. Danke. Vielen Dank, Rino. Wir kommen zu Ihren Fragen und ich darf um ein entsprechendes Handzeichen bitten, falls es noch Fragen gibt. Ich sehe den Matthias Dersch vom Kicker, den darf ich um seine Frage bitten und anschließend Patrick Berger. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Wenn Sie einmal sagen, Herr Matarazzo, wie Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft bewerten, vor allem das Tempo, in dem sie sich derzeit entwickelt? Ja, wir machen sicherlich sehr, sehr gute Schritte auf eine gute Geschwindigkeit. Sieht man auch am Spieltag. Und ich glaube, dass wir gut arbeiten im Training, dass die Jungs einfach Gas geben jeden Tag. Das ist ein enormes Trainingsniveau und Trainingsengagement, das wir zeigen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so schnell vorankommen. So, dann bitte Patrick Berger. Herr Matarazzo, Glückwunsch zum Sieg. Ich hoffe, Sie hören mich. Waren Sie heute ein wenig überrascht, wie viele Räume der BVB Ihrer Mannschaft geboten hat, wie viele Torchancen Sie bekamen? Ich glaube, jeden Gegner mag es ein bisschen anders und es gibt unterschiedliche Räume. Und wenn Räume nicht da sind, dann liegt es auch an uns, die zu schaffen. Haben ein paar so strukturelle Veränderungen gehabt im Laufe der ersten Halbzeit, weil die auch so was angepasst haben und haben auch ja, heute die Räume tatsächlich gut gefunden und die auch gut genutzt. So, gibt es weitere Fragen? Matthias Dersch. Ja, eine Frage noch. Nächste Woche müsste Gonzalo Castro zurückkehren. Wie schwer fällt es denn, den Kapitän wieder einzubauen in diese Mannschaft? Ja, wir haben jetzt mal erstmal das Spiel nachzubereiten. Dann gibt es 2 Tage Training und danach das Spiel. Gonzo, brauchen wir nicht drüber reden, wie wichtig er ist als Persönlichkeit und auch als Spielfigur in unserem Spiel. Sicherlich haben die Jungs heute auf dem Platz eine hervorragende Leistung gezeigt, aber es wird gar nicht schwer sein, ihn nochmal einzubauen. So, ich sehe jetzt kein weiteres Handzeichen mehr. Wenn alle Fragen gestellt sind, das scheint der Fall zu sein, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Rino, vielen Dank Danke. und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss, mach's gut.